Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Machen wir heute weiter mit Teil 18 der RAF-Mitglieder bzw. der ehemaligen RAF-Mitglieder und was sie heute machen. Wir beginnen heute mit Petra Schelm. Sie wurde am 16. August 1950 in Hamburg geboren und starb am 15. Juli 1971 ebenso in Hamburg. Sie wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet und war das erste RAF-Mitglied, das bei einem Polizeieinsatz zu Tode kam. Sie hatte eine Ausbildung zur Friseurin absolviert, da sie den Wunsch hatte, später als Maskenbildnerin zu arbeiten. Nach der Ausbildung arbeitete sie einige Zeit in einem Kunstgewerbeladen. Anschließend nahm sie einen Job als Begleiterin eines amerikanischen Reiseunternehmens an. Danach lebte sie in Berlin in einer Kommune und engagierte sich in der außerparlamentarischen Opposition. APO. Dort nannte sie auch ihren Freund Manfred Grashoff kennen. Sie soll mit Ulrike Meinhof und Horst Mahler im Arbeitskreis Mieten und Wohnen im Berliner Märkischen Viertel, der sich der Resozialisierung sozialer Randgruppen verschrieben hatte, aktiv gewesen sein. Das Ausmaß ihres Engagements in dem Arbeitskreis ist jedoch nicht geklärt. Eine damalige Mitarbeiterin erklärte dem Spiegel: Eigentlich müsste ich sie kennen, aber ich kenne sie nicht. Im Juni 1970 reiste sie über Ostberlin nach Jordanien, wo sie zusammen mit anderen RAF-Mitgliedern in einem Lager eine militärische Ausbildung erhielt. Aufgrund verschiedener Differenzen mit den Gastgebern der palästinensischen Fatah wurde die Ausbildung vorzeitig abgebrochen. Die Gruppe reiste im August 1970 nach Berlin zurück. Im Frühjahr 1971 erließ der Bundesgerichtshof einen Haftbefehl gegen Petra Schelm und nahm ihr Foto in ein Fahndungsplakat auf. Dies wurde mit dem Verdacht begründet, dass sich ihre Bekanntschaft mit Ulrike Meinhof und deren Umfeld zu einer Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung entwickelt haben könnte. Als Petra Schelm starb, war der Kontakt zu ihren Eltern bereits seit längerer Zeit abgerissen. Sie hatte ihnen Manfred Grashoff vorgestellt, der beim Vater um die Hand der Tochter anhielt. Als dieser die Zustimmung verweigerte, kam es zum Bruch. In dem Film Bader aus dem Jahr 2002, also den ich euch auf jeden Fall nochmal ans Herz legen möchte, wurde sie durch die Filmfigur Karin, gespielt damals von Jana Palaske, verkörpert. Im Rahmen einer Großverhandlung im gesamten norddeutschen Raum nach etwa 50 Mitgliedern der RAF durchbrach Schelm in Begleitung des RAF-Mitglieds Werner Hoppe am 15. Juli 1971 mit ihrem Wagen eine Straßensperre in der Hamburger Stresemannstraße. Nach einer Verfolgungsjagd wurde das Fahrzeug im Barenfelder Kirchenweg gestoppt. Hoppe und Schelm sprangen aus dem Fahrzeug, feuerten nach Darstellung der Polizei mehrmals auf die sie verfolgenden Polizisten und flüchteten zu Fuß über die von Sauerstraße in die Rheineckstraße. In den Gärten hinter der Straße trennten sich Hoppe und Schelm. Wieder auf der Rheineckestraße wurde Petra Schelm von einem der Polizisten entdeckt und angesprochen. Bei dem folgenden Schusswechsel wurde sie von einer Kugel aus einer Maschinenpistole schräg unter dem linken Auge getroffen und tödlich verletzt. Nach Aussage des Schützen feuerte Schelm zuerst. Ein in der Nähe stehender Schüler erklärte hingegen, der Polizist habe ohne Vorwarnung als erster geschossen. Laut Augenzeugenberichten lag Petra Schelm nach dem tödlichen Schuss noch mindestens 10 Minuten auf dem Pflaster, ohne dass erste Hilfe geleistet wurde. Der Schütze beteiligte sich an der Verfolgung Werner Hoppes, der einige Minuten später im Sumpfgelände hinter der Autobahntrasse überwältigt und festgenommen wurde. Die Polizei glaubte zunächst, es handelte sich bei der Toten um Ulrike Meinhof. Die DPA meldete irrtümlich um 16.16 Uhr den Tod Meinhofs. Um 16.28 Uhr dementierte sie jedoch. Petra Schelm wurde dann auf dem Friedhof in den Kisseln in Berlin beigesetzt. Gemeinsam mit einer Reihe weiterer Fälle von Todesschüssen deutscher Polizisten löste der Tod Schelms 1971 eine öffentliche Diskussion über eine Intensivierung der Schießausbildung bundesdeutscher Polizeibeamter aus. Als Auftakt der Mai-Offensive der Roten Armee-Fraktion verübte am 11. Mai 1972 das Kommando Petra Schelm einen Anschlag auf das Hauptquartier des 5. Korps der US-amerikanischen Streitkräfte in Frankfurt am Main.
Bei der Explosion von drei Bomben wurde der amerikanische Oberstleutnant Paul A. Blomqvist getötet, sowie 13 weitere Personen verletzt. Dann kommen wir zu Margaret Schiller, die 1948 in Bonn geboren wurde. Margaret Schiller war das älteste Kind eines Bundeswehrmajors beim militärischen Abschirmdienst sowie einer Lehrerin und CDU-Lokalpolitikerin. Sie studierte Psychologie in Bonn und Heidelberg, wurde über ihre Teilnahme am 1970 gegründeten sozialistischen Patientenkollektiv zunächst Unterstützerin und anschließend aktives Mitglied der Roten Armee-Fraktion. Am 22. Oktober 1971 wurde Margaret Schiller in Hamburg festgenommen. Dabei wurde der Polizist Norbert Schmidt erschossen, jedoch nicht mit der Waffe Schillers. Der mutmaßliche Schütze Gerhard Müller wurde später Kronzeuge der Bundesanwaltschaft. Nach ihren eigenen Angaben befand sich Schiller im Gefängnis mehrfach in Einzelhaft. Sie beteiligte sich an mehreren Hungerstreiks. Nach ihrer Entlassung aus der Haft 1973 ging sie wieder in den Untergrund. Am 4. Februar 1974 wurde sie erneut verhaftet und verbüßte bis 1979 eine Freiheitsstrafe. Die Straftatbestände, auf deren Grundlage sie verurteilt wurde, schlossen Ausweisfälschung, unerlaubten Waffenbesitz sowie die Mitgliedschaft und Unterstützung der RAF ein. Um einer erneuten Verhaftung zu entgehen, setzte sie sich 1985 nach Kuba ab, wo ihr die Regierung politisches Asyl gewährte. Dort heiratete sie dann einen kubanischen Jazzmusiker und brachte Zwillinge zur Welt. 1993, auf dem Höhepunkt der kubanischen Wirtschaftskrise nach dem Auslaufen der sowjetischen Hilfsleistungen, deren Auswirkungen sie durch eine Erbschaft zunächst etwas abfedern konnte, ging sie mit ihrer Familie nach Uruguay. Dort engagierte sie sich in politischen Projekten in Zusammenarbeit mit der ehemaligen bewaffneten Untergrundbewegung Tupamaros. Nachdem auch Uruguay von einer Wirtschaftskrise betroffen wurde, kehrte sie 2003 mit ihren Kindern nach Deutschland zurück und lebt in Berlin. 2011 veröffentlicht sie eine autobiografische Erzählung. Nachdem bereits 2000 ihre mit ihrer Haftentlassung 1979 endende Autobiografie erschienen war. Ja, immer interessant. Deutschland hassen, dagegen kämpfen, aber wenn dann nichts mehr geht, dann kommt man nach Deutschland zurück, weil man weiß, hier geht es einem doch nicht ganz so schlecht. In ihrer Autobiografie behauptete Schiller im Jahr 1973 für einige Tage in derselben Wohngemeinschaft in Frankfurt wie Joschka Fischer gewohnt zu haben. Diese Behauptung wurde von verschiedenen Zeugen im Rahmen von staatsanwaltlichen Untersuchungen im OPEC-Prozess im Jahr 2001 bestritten. Laut der Taz übernachtete Schiller zwar seinerzeit tatsächlich im ersten Stock der Bornheimer Landstraße, allerdings nicht in der Männer-WG von Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit, sondern in der benachbarten Frauenwohnung. Eine ehemalige Bewohnerin habe der Taz versichert, die war nicht bei Fischer, sondern bei uns. Ich kam spät nach Hause und da lag die in meinem Bett. Die Frau sei ihr nicht etwa deshalb in Erinnerung geblieben, weil sie berühmt oder berüchtigt gewesen wäre. Ihr sei damals nur unangenehm aufgefallen, dass die Besucherin im Gespräch nie einfach nur USA sagen konnte, sondern immerzu das Befremdliche, den Redefluss deutlich hemmende USA, SA, SS heruntergehaspelt habe. Später hat auch Margaret Schiller ihren Besuch relativiert. Sie habe an die damals vorgefundenen Wohnverhältnisse keine konkreten Erinnerungen mehr. Im Januar 1974 soll sich die damals flüchtige Schiller nach Beobachtung des Verfassungsschutzes nahe Köln mit dem Journalisten Günter Wallraff getroffen haben, womit später der Verdacht der Vorbereitung des Hochverrats begründet wurde, der das Bundesinnenministerium zur Genehmigung einer vom Verfassungsschutz beantragten Telefonüberwachung Wallraffs veranlasste. Nachdem Wallraff erst 1979 über die zweimonatige Abhöraktion informiert worden war, versicherte er in einer eidesstattlichen Erklärung, Schiller weder zu kennen noch jemals getroffen zu haben. Seine Klage gegen die für die Abhöraktion verantwortlichen Behörden wurden 1982 im Berufungsverfahren vom Oberverwaltungsgericht Münster zurückgewiesen. So, auf der Seite ihres Buchherausgebers heißt es, dass sie in Bad Soden bei Frankfurt geboren wurde
und in ihrer Haftzeit ein Buch geschrieben hat, es war ein harter Kampf um meine Erinnerung. Ein Lebensbericht aus der RAF von Konkret Literaturverlag 1999. Ja, und heute soll sie in Berlin leben. Und dann habe ich auch noch was ganz Interessantes gefunden zu Margret Schiller. Und zwar vom Deutschen Bundestag, Drucksache 14-5947 vom 4. Mai 2001 aus der 14. Wahlperiode. Schriftliche Fragen, mit denen in der Zeit vom 23. April bis 4. Mai 2001 eingegangenen Antworten der Bundesregierung. Und da die Frage des Abgeordneten Karl-Dieter Spranger von der CDU-CSU: Hat die Bundesregierung im Anschluss an die Fragestunde vom 7. März 2001 Recherchen angestellt, in welchem zeitlichen Umfang Margret Schiller in ihrer Tätigkeit als Sprachlehrerin im Bert-Brecht-Haus in Montevideo das Fördermittel des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit erhält, wahrnimmt. Nachdem der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Dr. Ludger Vollmer, dies mit der Formulierung hin und wieder beantwortet hat. Und wenn ja, in welchem zeitlichen Umfang geschieht diese Lehrtätigkeit? Dann die Antwort des Staatssekretärs Dr. Gunther Pleuger vom 26. April 2001. Nach Auskunft des Leiters des Bert-Brecht-Hauses unterrichtet Margret Schiller zurzeit 2 Stunden pro Woche als Sprachlehrerin im Bertolt-Brecht-Haus. Der zeitliche Umfang richtet sich jeweils nach der aktuellen Schülerzahl, so dass es auch immer wieder Perioden gibt, in denen Margret Schiller nicht unterrichtet. Da fragte dann nochmal der Abgeordnete Karl-Dieter Spranger nach: Hat sich Margret Schiller bemüht, an einer deutschen Schule in Uruguay eine Anstellung zu finden? Und sollte sie sich darum bemüht, aber keine Stelle erhalten haben, hängen die Gründe mit ihren früheren Verbindungen zum Terrorismus zusammen? Darauf antwortete der Staatssekretär Dr. Gunther Pleuger: In Uruguay gibt es nur eine deutsche Schule, die deutsche Schule Montevideo. Darüber hinaus ist eine Beantwortung Ihrer Frage aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig. Dies schließt den Fall der Nichtbewerbung ein. Und dann fragte der Abgeordnete Karl-Dieter Spranger nochmal: Beschränkt sich die Verbindung des von der Bundesregierung durch Projektförderung unterstützten Bert-Brecht-Hauses in Montevideo zur Rosa-Luxemburg-Stiftung auf das eine vom Staatsminister im Auswärtigen Amt, Dr. Ludger Vollmer, erwähnte Seminar, und wenn nein, welcher Art ist eine eventuelle weitere Zusammenarbeit? Darauf antwortete dann der Staatssekretär Dr. Gunther Pleuger: Das Bertolt-Brecht-Haus ist Träger des Projekts Kommunalpolitik mit Bürgern und für Bürger, praxisorientiertes Pilotseminar in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo, der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Nach Auskunft des Leiters des Bertolt-Brecht-Hauses erstreckt sich die Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung nur auf Aktivitäten im Rahmen dieses Projektes. Also auf gut Deutsch: Margret Schiller, Terroristin, verhaftet, verurteilt und dann irgendwann in Uruguay angekommen. Die hat dann doch tatsächlich wieder ihr Gehalt, kann man sagen, von dem Staat bekommen, den sie hasste und gegen den sie gekämpft hat. Also ich finde das immer wieder interessant, in welcher Form Terroristen oder ehemalige Terroristen, die ja komplett gegen diese Regierung oder gegen diese Staatsform, kann man praktisch sagen, waren, dann irgendwann in diesem Staat ihre Funktion gefunden haben oder, sagen wir mal, dort Tätigkeiten ausgeführt haben, die von diesem Staat bezahlt wurden. Gut, das soll es mit Margret Schiller gewesen sein. Kommen wir zu Gerd Richard Schneider. Von dem konnte ich leider kein Bild finden. Gerd Richard Schneider wurde am 10. Dezember 1948 in Berlin geboren. Er studierte ab 1970 Mathematik an der Universität Kaiserslautern. 1971 trat er der SPD bei und engagierte sich im Sozialistischen Hochschulbund. Im Sommer 1972 wurde er Referent für Hochschulfragen des Allgemeinen Studentenausschusses ASTA der Universität.
Unzufrieden mit der Politik des Sozialistischen Hochschulbundes schloss er sich der Gruppe Antifaschistischer Kampf an. Er engagierte sich gegen die Isolationshaft der RAF-Gründungsmitglieder und verteilte vor dem Landgericht Kaiserslautern Flugblätter, auf denen gegen die Haftbedingungen Klaus Jünschkes protestiert wurde. Im Frühjahr 1977 stand Schneider wegen Urkundenfälschung vor Gericht. Als im Juni 1977 die Räume des Asters Kaiserslautern durchsucht wurden, war er an einer Auseinandersetzung mit der Polizei beteiligt. Ende September 1977 tauchte er unter, beschaffte sich eine Waffe und gefälschte Papiere. Nach der Schleierentführung reiste Gerd Schneider, wie auch Christoph Wackernagel, dem der Name jetzt nichts sagt, dazu kommen wir und da werdet ihr überrascht sein, was der so heute macht. Und Monika Helbing in die irakische Hauptstadt Bagdad, wo die Volksfront zur Befreiung Palästinas Ausbildungslager unterhielt. Auch Susanne Albrecht, Friederike Krabbe, Elisabeth von Dyk, Brigitte Mohnhaupt und Peter Jüngenburg kamen nach Bagdad. Im November 1977 reisten Schneider und Wackernagel nach Amsterdam, um Schmerzmittel für Peter Jüngenburg zu beschaffen. Dabei betraten sie am Abend des 10. November 1977 eine konspirative Wohnung, die von der niederländischen Polizei observiert wurde. Noch am selben Abend wurden Schneider und Wackernagel an einer Telefonzelle gestellt und nach einem Schusswechsel festgenommen. Schneider zündete dabei eine Handgranate und wurde selbst durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Im Oktober 1978 wurden Schneider und Wackernagel nach Deutschland ausgeliefert und 1980 vom Oberlandesgericht zu 15 Jahren Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes verurteilt. Seine Strafe verbüßte er überwiegend in der JVA Bochum. Schneider distanzierte sich 1983 von der RAF und wurde 1987 aus der Haft entlassen. Er lebte bis zur Rente als Filmkaufmann in Frankfurt am Main. Es haben auch immer sehr, sehr viele von diesen ehemaligen RAF-Mitgliedern etwas mit dem Film zu tun. Das ist auch sehr interessant. Kommen wir zum letzten ehemaligen Mitglied in dieser Folge. Und zwar Ingrid Schubert. Sie wurde am 7. November 1944 in Ebern geboren und starb am 7. November 1977 in München. Sie war Gründungsmitglied der Roten Armee-Fraktion. Sie war an der Befreiung von Andreas Baader und mehreren Banküberfällen beteiligt und starb 1977 durch Suizid. Ingrid Schubert war die Tochter des NSDAP-Politikers Franz Schubert. Die in Marolz-Weisach und Koblenz aufgewachsene Ingrid Schubert schloss im März 1970 ihr Medizinstudium an der Freien Universität Berlin mit der Note gut ab. Zwei Monate später nahm sie maßgeblich an der Befreiung von Andreas Baader teil. Im Sommer 1970 ließ sich Schubert mit etwa 20 anderen in einem Camp der Al-Fatah in Jordanien militärisch ausbilden. Sie trug RAF-intern die Decknamen Irene und Nina. Am 29. September 1970 steuerte Schubert einen Fluchtwagen bei einem Banküberfall auf eine Sparkasse in Berlin. Im Sommer und Herbst 1970 war Schubert an mindestens zwei weiteren Banküberfällen beteiligt. Am 8. Oktober 1970 wurde Schubert zusammen mit Horst Mahler, Brigitte Astong und Irene Görgens in der Berliner Knesebeckstraße verhaftet. Im April 1971 wurde Schubert wegen der Baader-Befreiung, Mordversuchs und mehreren Bankrauben zu 13 Jahren Haft verurteilt. Von 1976 bis 1977 war sie zusammen mit Andreas Baader, Gudrun Enzlin, Ulrike Meinhof, Jan-Karl Raspe, Irm Gabmeller und Brigitte Mohnhaupt im Hochsicherheitstrakt der JVA Stuttgart inhaftiert und nahm an mehreren Hungerstreiks teil. Im deutschen Herbst versuchte die zweite Generation der RAF vergeblich, Schubert und andere aus der Haft freizupressen. Kurz nach den Suiziden der RAF-Spitze in der Todesnacht von Stammheim erhängte sich Schubert am 12. November 1977 in ihrer Zelle in der JVA Stadelheim mit einem Bettlaken am Fensterkreuz. Ingrid Schubert wurde in einem Mainzer Krematorium eingeäschert und am 25. November 1977 in dem Familiengrab auf dem Koblenzer Hauptfriedhof beigesetzt. 1986 nannten sich die Mörder Gerold von Braunmühls aus der dritten Generation der RAF Kommando Ingrid Schubert. So, jetzt nähern wir uns auch so langsam aber sicher schon dem Ende der ehemaligen RAF-Mitglieder. Ich denke mir mal,
So maximal 5 Folgen werden es noch werden, wo wir dann auf die einzelnen eingehen. Damit wird aber diese Serie zu RAF nicht vorbei sein. Denn dies gilt jetzt erst einmal nur als Overflow. Wer war Mitglied? Woran waren sie beteiligt? Und was machen sie heute? Also bleibt weiterhin dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!